Hey Moonies, herzlich willkommen zu einem neuen Sailor Moon German Projekt. Wir wollen mehr über die Sailor Moon Fans wissen. Wir fragen nach, wir wollen verschiedene Meinungen hören, verschiedene Ansichten. Und heute haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns, und zwar den lieben Aquamarine. Hallo. Oh, hi. Hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe viele Fragen. Und ich hoffe, daraus entsteht eine spannende Sailor Moon-Diskussion. Aber bevor ich dich jetzt erstmal totquatsche, erzähl doch mal unserer Community, wer bist du denn? Also, ich glaube, die meisten würden mich unter Aquamarine googeln, wenn ich mich vorstellen müsste. Also, ich mache jetzt schon seit 2010 YouTube-Videos und habe mit Musik begonnen. Und das hat sich auch so weitergezogen, dass es immer mehr in die Richtung Musik ging. Zwischendurch war ich bei YouTube auch auf Comedy und gerade jetzt Sailor Moon, wenn wir schon drüber sprechen, war irgendwie von Anfang an mit dabei und es zieht sich bis jetzt, 10 Jahre später, immer noch in meinen YouTube-Videos wieder. Das ist das, was ich mache. Also liebend gerne Musik, Musik schreiben, bringe jetzt auch bald wieder eine Single raus. Also das sind momentan so die großen Projekte und arbeite viel auch nebenbei mit Disney gemeinsam. Zu Sailor Moon habe ich es noch nicht geschafft, aber wer weiß, was noch kommt. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Wann war denn dein erster Berührungspunkt zu Sailor Moon? Wann? Wahrscheinlich in der Kindheit wie bei den meisten, oder? Ja, auf jeden Fall, aber schon sehr, sehr früh. Also ich kann mich erinnern, dass ich immer Sailor Moon geschaut habe, bevor ich in den Kindergarten gehen musste. Also meine Mutter hat das immer morgens, dann hat sie den Fernseher angemacht und da lief immer Sailor Moon. Mhm. Und ich durfte mir da immer 2 Folgen ansehen morgens, 6:30 oder sowas. Ja. Und dann muss ich in den Kindergarten und da bin ich mit Sailor Moon eigentlich groß geworden. Also so hat das begonnen. Diese ganze Sailor Moon Story mit mir war damals im Kinderzimmer, im Kindergartenalter. Also ich glaube, ich war 3 Jahre oder 4, okay. So in der Richtung. Und da hat es begonnen. Ja, und warst du von da an immer Fan oder gab es so eine Phase, wo du Sailor Moon aus den Augen verloren hast? Lustigerweise ja, und das kann ich mir heute gar nicht mehr so vorstellen, dass ich immer denke, ich habe Sailor Moon immer aus den Augen verloren. Wenn man sich bei mir auch in der Wohnung umschaut, also man denkt ja wirklich, ich lebe diese Serie und diese Thematik. Aber im Alter, also ich glaube zwischen 12 und 15, also ich glaube es waren 2, 3, 4 Jahre, wo ich Sailor Moon nicht so intensiv wahrgenommen habe. Ja, also das war einfach dann weg. Es wurde kurz von der Kamikaze-Divin abgelöst, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, natürlich. Da, die war zwischenzeitlich, also ich bin dann mit diesen Animes, die dann immer nach Sailor Moon liefen, weil man hatte damals auch nicht den Zugang gehabt zu Sailor Moon. Also wenn das nicht lief im TV, wo kriegst du es her? Also nirgends damals. Dann geht man so ein bisschen mit den Animes mit je mehr ich mich dann generell mit der Thematik Anime beschäftigt habe, ist Sailor Moon sofort wieder zurückgekommen und hat die Jahre aufgeholt, die sie nicht anwesend war. Ja. Ja, so ähnlich war es zum Beispiel auch bei mir, als ich in die Pubertät kam und dann war es halt in, dass du keine Ahnung mehr Viva schaust oder die Bravo lest, auf Konzerte gehst und dann wirst du auch etwas älter und gehst dann aus und irgendwann war da für Anime kein Platz, aber irgendwann kam es auch bei mir zurück. Was ich dann auch gesehen habe, ist, du bist auch ein großer Pokémon-Fan. Mhm. Genau, ja, sowieso. Ja, ich finde es ja sehr spannend, die deutsche Serie, also die deutsche Synchronisation, da ist ja auch sehr viele gleiche Stimmen zu hören von Sailor Moon und von Pokémon, weil es ja natürlich im gleichen Studio ist. Und da kann man sicherlich auch sehr coole Crossover quasi damit verbinden, dass ich zum Beispiel auf Conventions, dass man quasi, keine Ahnung, die Pokémon-Trainer in Sailor-Kriegerinnen-Kostüme reinsteckt etc. Ja, cool. Ja, mega. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, jetzt auch die Bilder dazu, so die Zeichnungen. Also, ich finde das genial, wenn man so sieht, okay, welches Pokémon hätte jetzt Bunny zum Beispiel. Das ist mega. Finde ich cool und finde auch die Cosplays dazu genial. Mhm. Apropos Cosplays, ich habe auch Cosplay-Bilder von dir als Sailor Moon gesehen. Wann war das erste Mal, wo du Cosplay gemacht hast? Boah, das erste Mal Cosplay, da war ich, ich glaube, ich war 16 Jahre alt. Das Eigenartige an der ganzen Story ist, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das so, als wäre das damals so total neu gewesen. Und das stimmt wirklich. Es war damals einfach total
was es noch nicht gegeben hat. Jetzt ist das irgendwie schon, man kennt schon Cosplayer, weil es einfach durch die Medien und alles hat sich so verbreitet. Aber früher war das alles so neu und man hat sich dementsprechend auch langsamer, finde ich, irgendwie daran getastet. Also bei mir war es so, ich habe anfangs eher so zurückhaltendere Cosplays gemacht und eher versucht, immer Stück für Stück da mehr zu machen und das auch auszuleben. Und im Endeffekt wurde es dann immer pompöser und bombastischer, als ich dann auch plötzlich Sailor Moon war. Ja, also das war so ein Traum von mir, einmal wirklich so eine voll fertige Sailor Moon zu sein. Und den habe ich mir dann erfüllt und das war auch irgendwie so mein Goal, wo ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich so diesen Gipfel vom Cosplay erreicht, jetzt würde ich alles anziehen an den Kostümen und hätte da keine Hemmungen mehr. Ja, denn das Thema ist ja, du hast ja quasi Crossplay gemacht. Also für alle, die es nicht wissen, Crossplay ist es, wenn wir Männer zum Beispiel Frauen cosplayen und andersrum, was ja mittlerweile State of the Art ist in der Cosplay-Szene. Aber es bedarf natürlich auch einer großen Portion Mut. Ist es dir das leicht gefallen oder wie war die Reaktion auf der Convention danach? Also es war schon, es waren gemischte Gefühle und ich habe das ja vor 5 Jahren gemacht und das gab es damals auch noch nicht. Also ich glaube, ich war einer von den ersten männlichen Cosplayer, die sich wirklich an eine Sailor Moon gewagt haben, weil die einfach trotzdem diese feminine Figur durch und durch ist. Aber das Feedback war mega. Also ich habe nur positives Feedback bekommen, auch von den Mädels, die dann auch gesagt haben, wow, gerade als Mann diese Figur, diese Beine. Jetzt im Vergleich zum Anime verstehe ich das Ganze auch. Im Anime haben die natürlich auch mit der langen Beine und als Mann kannst du das natürlich auch dementsprechend umsetzen, wenn du groß genug bist. Und im Gesamtpaket sah es ja auch nicht schlecht aus. Also ich habe ja versucht, alles so originalgetreu wie möglich nachzustellen und wurde dann immer lockerer damit. Also ich habe es dann auch wirklich so zu einem kleinen Markenzeichen gemacht. Ich mache das jedes Jahr, dass ich immer an Karneval hier Sailor Moon durch die Stadt laufe und die kennen das auch schon und irgendwie wächst man da trotzdem dann rein und die Liebe zu Sailor Moon war einfach so groß, dass ich mich das auch getraut habe und gesagt habe, ich stehe dazu und ich mache das auch jetzt. Ja, also heißt es indirekt, dass der Charakter Sailor Moon dein Lieblingscharakter ist aus der Serie? Ja, ich habe lange überlegt, ich mag wirklich alle Charaktere sehr, sehr gut, aber mit Bunny verbinde ich mich und Bunny ist einfach für mich auch der Favorit der Serie und wird es auch bleiben. Okay, also weil du sagst, du fühlst dich verbunden, aber das heißt doch nicht, dass du jetzt auch tollpatschig bist, oder doch? Das ist das Nächste, entweder bin ich so eine kleine Wiedergeburt von Kino oder sie haben schon sehr, sehr große Merkmale, wo wir uns überschneiden, auch wenn es um die Tollpatschigkeit geht, ja, oder um das verspielte Sein oder um das etwas verfressene, doch eher naive. Das habe ich schon in mir. Also ich würde sagen, so eine kleine Bunny schlummert auf jeden Fall in mir. Und vielleicht fühle ich mich deshalb irgendwo trotzdem zu ihr dann gezogen und sage, das ist einfach mein Charakter, der spiegelt auch mich irgendwo wieder. Okay. Du bist ja in Österreich zu Hause oder wie wir sagen, daheim. Siehst du eigentlich diese Cosplay-Anime oder im weitesten Sinne die Sailor Moon-Szene in Österreich? Hast du viele Freunde, Bekannte, die auch dieses Hobby teilen? Oder wenn du auf Conventions gehst, wie siehst du das? Sind da viele Anhänger noch von damals oder von heute? Ich muss gestehen, in Österreich kenne ich keine wirklich große Sailor Moon-Fangruppe. Also ich will jetzt nicht sagen, ich könnte dir jetzt hier gleich mal 30 aus dem Ärmel schütteln, die wirklich so diese Vollzeit-Sailor Moon-Fans sind, so wie ich zum Beispiel. Es ist schon da, also auch in der Cosplay-Szene siehst du auch immer wieder Sailor Moon-Charaktere, aber es ist einfach trotzdem sehr, sehr gering und ich glaube, dass Sailor Moon einfach so mitwächst und das war so der erste Anime, der wirklich so mega erfolgreich war im deutschsprachigen Bereich, dass es jeder kennt und jeder auch irgendwo liebt, aber eher so als Erinnerung mit sich trägt und das jetzt halt unbedingt vermischt mit diesen ganzen neuen Animes, die es da gibt und es gibt einfach so, so viel, dass Sailor Moon da, glaube ich, einfach Schwierigkeiten hat, in der Moderne oder im Jetzigen da mitzuhalten, weil es trotzdem sehr, ich würde sagen, es spricht einfach ein sehr spezielles Publikum an und all diejenigen, die das dann weiterleben, auch in dem Alter, in dem wir sind, die haben da trotzdem eine stärkere Liebe dazu und die anderen finden es zwar cool als Erinnerung und die anderen, so wie wir tragen es dann nach außen und lassen das dann auch weiterleben, Gott sei Dank. Ja,
Da kann ich dir voll und ganz zustimmen, denn ich hatte auch mal die Erfahrung gemacht. Wir waren ja vom Sailor Moon German Team vor Jahren auf der Vienna Comic Con zwei oder Genau. dreimal mit einem Stand. Und es war immer so, ich stand dort am Stand und irgendwann, typische Szene, kam wirklich so eine Mutter mit einem Kinderwagen und ihrem Mann im Schlepptau und so: "Oh, Sailor Moon, das habe ich in meiner Kindheit geschaut." Und das war meistens der Einstieg in ein Gespräch. Also es kamen schon sehr viele mit 30er, würde ich sagen, Ende 30, Anfang 30, beziehungsweise wirklich schon diejenigen, die eine Familie haben und die sagen: "Ja, das war damals mein erster Anime." Und sie haben mittlerweile schon so viele andere Animes gesehen und sie möchten das einfach weitertragen an ihre Kinder. Und ich glaube einfach, es ist so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich klein war, meine Mutter ist nicht klargekommen mit Sailor Moon. Sie meinte immer: "Was ist das für ein Schrott und warum verwandeln sich Männer in Frauen und was weiß ich?" Und damals gab es noch gute Zeichentrickfilme wie die Biene Maya oder Heidi. Was schaust du denn da für ein... Ja, das ist eine andere Generation, glaube ich. Ja, also das war bei mir das Gleiche. Also meine Mutter sagt das heute noch, wenn ich heute versuche, irgendwie so nahezulegen, Mama, schauen wir bitte noch einmal Sailor Moon. So, ich erkläre die Details, aber sie so, nein, dieses brüllende Luder. Also sie kam auch mit dieser, ich glaube, mit dem, dass einfach trotzdem geschrien wurde und dass es teilweise so schrille Stimmen waren. Damit kam, glaube ich, Generation alles, was älter ist als meine Mutter, schon gar nicht mehr klar. Und meine Mutter war so an der Kippe, die mochte dann zwar trotzdem so Disney-Filme und sowas, aber Sailor Moon war ja einfach zu heftig. Das war ja zu viel des Guten. Und hab da immer noch Schwierigkeiten, ihr das irgendwie schmackhaft zu machen, weil es trotzdem so ein Thema ist bei mir. Und sie das auch trotzdem durch mich immer wieder miterleben muss, ja. Sie kommt da nicht drum rum. Ja, es ist halt, was ich so spannend an Sailor Moon finde, weswegen ich mich auch sehr stark darum einsetze, ist, viele sagen: "Ja, das ist, keine Ahnung, nur eine Zeichentrickserie oder, keine Ahnung, so eine Mädchenserie." Und dann sage ich immer: "Okay, also Mädchenserien thematisieren Tod und Wiedergeburt, Homosexualität, Liebe und Gerechtigkeit, sehr viel Hintergrundwissen, sei es Astronomie, Philosophie, Mythologie. Das ist keine 0815-Serie." Auf keinen Fall. Also das höre ich natürlich auch oft oder viele haben das, glaube ich, einfach im Kopf, dass das eine Kinderserie ist. Viele denken da gar nicht. Und viele, die da jetzt sich eben damit nicht beschäftigen, die sehen Sailor Moon als ganz normale Zeichentrickserie, die halt für Kinder gemacht wurde. Aber das sind einfach meiner Meinung nach all diejenigen, die sich damit zu wenig auseinandersetzen oder die damit einfach nichts am Hut haben. Und ich glaube, keiner, der Sailor Moon aktiv kennt oder weiß, um was es da wirklich geht, würde das als Kinder- oder Mädchenserie betiteln. Ganz und gar Niemals. nicht. Weil, wie gesagt, es ist sehr facettenreich. Eigentlich wurde ja Sailor Moon Anfang der 90er in Japan ja für eine Zielgruppe Mädchen, natürlich Typ Mädchen, erstellt, die gerade mal in der Mittelschule sind. So in der Pubertät langsam. Und ja, Romantik ist natürlich auch ein großes Thema. Aber ja, wenn du dir auch, sag ich mal, diese Gewalt anschaust, die sich die Mädchen immer wieder aussetzen mussten. Also, wenn ich Kinderserie höre, dann denke ich halt an was ganz anderes. Ganz anderes, das ist auch nicht mit einer Kinderserie zu vergleichen. Generell finde ich als Erwachsener teilweise gewisse Gewaltszenen echt hart. Also mir bleibt da zum Beispiel immer diese Szene von Uranus und Neptun im Kopf, als sie dich damals diese Herzen einfach rausgeschossen haben. Ja. Das sieht so ein Anime so harmlos aus, aber wenn man versteht, was da gerade wirklich abgeht und diese Szenen von Neptun, die mit diesen Pfeilen durchbohrt wurde, das war schon als Kind schon schlimmer. Wenn ich mir das jetzt als Erwachsene ansehe, würde ich auch sagen, okay, einem Kind würde ich das jetzt auch nicht unbedingt vorzeigen und sagen, okay, guck dir das an, weil es trotzdem, es wurde geschrien, man sah einfach rot und es war einfach nicht so, dass man wusste, okay, da ist jetzt alles super toll und happy und Kinderserie. Ja, Absolut nicht. klar, wir als Kinder haben es natürlich etwas anders wahrgenommen. Jetzt als Erwachsener versteht man das auch. Und das ist eigentlich schon todtraurig, wenn du dir denkst, deine Partnerin wird dort gleich umgebracht und du opferst lieber dein Leben. Das ist eigentlich schon wahre Liebe und sehr schön eigentlich. Und da gibt es so viele solcher Perlen eigentlich in der ganzen Serie. Und das finde ich so schön an Sailor Moon. Das sind einfach so diese versteckten Emotionen, die dann auch einfach gerade solche Szenen dann einfach wecken. Das fand ich immer mega an Sailor Moon und das trage ich auch mit mir mit täglich.
Ja, weil du sagst täglich, wie lebst du denn eigentlich dein Hobby aus? Es gibt ja verschiedene Arten von Fans. Die einen sammeln Merchandise en masse, die anderen leben es im Cosplay aus, die anderen recherchieren viel, die anderen leben es in der Öffentlichkeit aus. Wo bist du am stärksten präsent? Also von allem, was du da jetzt aufgezählt hast, glaube ich, so eine Mischung aus allem. Ich sammle wirklich Merchandise schon viel. Also ich spezialisiere mich ein bisschen beim Merchandise. Also ich habe da mir so eine kleine Regel gesetzt, weil sonst würde meine Wohnung wirklich explodieren und platzen, wenn ich mir da wirklich alles holen würde, was es gibt. Aber ich liebe die Proplica-Dinger, die Stäbe, die Broschen. Also das sammle ich auf jeden Fall und da kommt auch alles. Bei den Puppen habe ich jetzt auch versucht, alle zu kriegen, die es damals bei uns in Deutschland und in Österreich gab. Ich habe auch eine von diesen lebensgroßen Sailor Moon-Statuen, die es damals nur zu gewinnen gab, in dem Magazin, war in einem furchtbaren Zustand, als ich die damals auf Willhaben gefunden habe und habe sie halt dann restauriert mit Perücke und Kostüm und alles. Und ich baue es generell in mein Leben irgendwie ein. Also ich habe dann auch teilweise immer so kleine Täschchen, wo so eine Sailor Moon dran ist oder ein Schlüsselanhänger, wo ein Sailor Moon dran ist. Ich habe das Bett von Bunny so gut wie es geht nachgestellt mit der gleichen Bettwäsche, also mit den weißen Rüschen und der Häschenbettwäsche und so weiter. Also ich pick mir da immer so gewisse Szenarien raus, wo ich sage, das kann ich auch in meinen Alltag irgendwie einfließen lassen. Auf Klamotten, auf Shirts. Also es ist einfach immer irgendwo so verteilt, wo man sagen kann, okay, man merkt, der ist Fan, aber es ist noch nicht so Overdose. Also es ist noch nicht zu viel des Guten. Und natürlich auch im Cosplay, da ist ganz klar sowieso dabei. Vom Beruf her bist du ja Influencer. Genau. Wie schaut es denn da aus? Kannst du eigentlich dein Hobby auch zu deiner Arbeit quasi machen lassen? Gibt es da Möglichkeiten? Das auf jeden Fall und das habe ich jetzt auch gerade letztes Jahr super hinbekommen und zieht sich jetzt 2020 auch weiter, leider durch die momentane Situation natürlich etwas schleppender und schwieriger. Aber wenn es jetzt rein um Sailor Moon gehen würde, zum Beispiel, habe ich nicht direkt mit Proplica eine Kooperation, sondern mit einem Hersteller, der die Proplicas verkauft in Wien, einem Shop und komme da trotzdem zu meinem Hobby. Also ich komme zu den Produkten, ich kann es vorstellen, ich kann es reviewen. Und da auch mein Wissen ein bisschen preisgeben und viele verfolgen das ja auch, weil sie sehen wollen, okay, wie wächst die Sammlung? Also ich habe wahnsinnig viele Follower, die gar nicht wirklich an mir interessiert sind, sondern eher an den Menschen, die ich sammle, die dann einfach nur sehen wollen, okay, was kommt als nächstes dazu? Und dadurch würde ich sagen, kann man den Job Influencer schon irgendwo mit dem Hobby auf jeden Fall verknüpfen. Also ich versuche das ja auch damit zu influenzen, was mich selbst auch irgendwo influenced hat. Ja, also Sailor Moon hat er mich beeinflusst und wenn ich diese Beeinflussung nach außen trage, die ja durchaus positiv war, mache ich, glaube ich, einen ganz guten Job als Influencer. Daumen hoch, wir brauchen mehr Sailor Moon-Fans. Auf jeden Fall. Aber es gibt sie, es gibt sie. Also ich kenne sehr, sehr viele Influencer-Freundinnen und Kollegen von mir, die auch total die Sailor Moon-Fans sind, ja, die das vielleicht gar nicht so einbauen in ihren Content, aber die alle irgendwie Fans sind. Und das ist dann trotzdem cool, wenn man sich da untereinander auch so ein bisschen connecten kann. Ja, wir hatten erst gestern oder vorgestern bei uns im Team ging, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da hat auch irgendeine bekannte Influencerin, ich kenne sie leider nicht, sorry, auch keine Ahnung, einfach nur sich in einem Sailor Moon T-Shirt, hat sie ein Foto gemacht und auf Instagram hochgeladen und die Kommentare schlechtweg so positiv, oh, Sailor Moon, meine Kindheit. Und da weckt man vielleicht auch wieder so Fans von früher und dann interessiert man sich, dann recherchiert man, was gibt's gerade, was ist aus der Serie passiert. Das ist so ein kleiner Weckruf vielleicht auch. Ja, Gott sei Dank. Und ich finde generell, dass Sailor Moon es immer mehr schafft, wieder wirklich ins Mainstream zurückzukehren und nicht nur diese Spezialserie zu sein, die früher lief, sondern man findet es auf Shirts, man kriegt wirklich auch bei uns dieses Merchandise und das finde ich einfach mega, dass es einfach da ist, dass es noch nicht ausgestorben ist, obwohl es schon über 20 Jahre her ist. Also genial. Das ist natürlich schon was Cooles, wenn du jetzt einfach in einen Laden gehst und Merchandise siehst oder in einem Klamottenladen. Das ist natürlich schon klar, man kann heutzutage alles übers Internet bestellen, aber es hat einen anderen Effekt, wenn du, keine Ahnung, in den Saturn reingehst und da siehst du das Monopoly-Spiel. Genau.
einfach so zu sehen, okay, es ist in meinem Umfeld, gibt es auch Sailor Moon Dinge, die jetzt nicht unbedingt in meinem Haus sind, sondern es ist auch noch außerhalb was draußen. Und das finde ich schön, dass es einfach immer noch da ist und dass auch so viel noch gemacht wird. Leider viel zu wenig bei uns, weil es natürlich schwierig ist, die ganzen Dinge von Japan hier nach Österreich und Deutschland zu holen. Aber was ich da von Japan alles so sehe, was da wirklich noch an Sailor Moon produziert und gemacht wird, das ist bombastisch und ich würde mir das so wünschen, dass zumindest nur so ein kleiner Teil auch wirklich zu uns kommt. Wir haben viel, wir haben einiges, aber wir haben so diese Specials nicht, wo ich mir dann gesagt habe, wenn es das noch bei uns gäbe, wir haben Tassen, wir haben Besteck und Gläser, ja, aber so diese richtigen Goodies, die es leider nur in Japan gibt, die fehlen mir noch bei uns ein bisschen. Aber vielleicht gibt es da irgendwann mal auch die Möglichkeit. Oder es wird wirklich so groß, dass das auch noch bei uns erhältlich ist. Ja, ich glaube persönlich, natürlich liegt es halt auch bei uns, weil Angebot und Nachfrage, wir erleben auch sehr viele Diskussionen, weil es gibt natürlich die eine Sorte Fans, die sagen, ja, ich will Merchandise kaufen, ich bin gewillt, aber ich will nicht diese 0815 Sachen. Ich will die exklusiven Sachen. Auf der einen Seite ist man ja, man will es kaufen, das Merchandise, aber man unterstützt halt auch nicht das, was jetzt gerade hier ist. Und natürlich sehen das wahrscheinlich die Vertriebler dann anders und denken, ja, das Bestehende verkauft sie nicht, warum sollen wir jetzt noch mehr importieren und noch mehr machen? Da beißt sich leider die Katze in den Schwanz und da müssen wir irgendwie so zusammenhalten als Fan und sagen, ja, dann zeigen wir halt im Internet, wo ja natürlich unsere Meinung erhöht werden kann, dass Bedarf da ist. Und ich denke mir, vor 5, 6 Jahren gab es und noch weniger als jetzt. Und es wird. Und es freut mich, wenn ich dann auch in großen Klamottenketten dann Sailor Moon Shirts sehe, wo ich mir denke, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war, ich habe es erhofft, sagen wir mal so. Ich habe schon gemerkt, okay, es kommt Pokémon sehr stark zurück. Also gerade diese Basic-Pokémon-Figuren, Pikachu und so weiter, wandern schon langsam auf die Shirts, dann kam Dragon Ball und irgendwie so, okay, es muss doch jetzt irgendwann mal Sailor Moon kommen. Mhm. Also ich habe es irgendwie ein bisschen vorher beschworen, dass das kommt. Ich hoffe, es wird mehr, weil ich finde es mega cool. Also ich kaufe auch alles, wo ich sehe, wo Sailor Moon drauf ist. Wenn es Klamotten sind, die mir passen, dann kaufe ich das auch sofort. Da würde ich ja damit. Danke, tschüss. Okay, du hast ganz am Anfang erwähnt, du bist ja jetzt auch in der Musik tätig und es kommt eine zweite Single. Ich frage einfach mal ganz blöd, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, vielleicht in Richtung Sailor Moon auch mal was zu machen? Natürlich, also Sailor Moon ist immer so ein kleines Ziel, das ich habe, dass ich da irgendwie auch natürlich reinkomme, sei es musikalisch, sei es im Synchronbereich, da ich ja schon auch einiges synchronisiert habe, sei es auf YouTube, sei es im deutschen Fernsehen. Ja, also ich bin dran. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gäbe. Ich stehe mit Sabine Bohmann im Kontakt und wir haben schon geschrieben und mega cool. Also ich versuche da wirklich irgendwie da auch reinzukommen, weil ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass auch Fans in dieser ganzen Sailor Moon-Thematik integriert sind, auch was die Produktion angeht. Dann können solche Dinge wie Synchronisationsfehler nicht mehr passieren. Dann ist es einfach irgendwo leichter umzusetzen für jemanden, der keine Ahnung von Sailor Moon hat und jetzt irgendwie das Projekt Sailor Moon hergeklatscht bekommt und sagt, bitte ins Deutsche übersetzen. Mhm. Wenn der jetzt null Ahnung davon hat, natürlich schwierig. Aber wenn da trotzdem ein Fan irgendwie aktiv dabei ist und du hast es ja auch gemacht, du warst ja auch bei der Synchronisation bei Crystal dabei, dann merkt man da einfach auch, dass da jemand dahinter ist, der dann auch für die Richtigkeit sorgt. Und das fände ich einfach wichtig, gerade was kommt bei Sailor Moon. Das sehen wir auch so. Es ist wichtig und auch das Produktionsstudio zur Synchronisation hat es dann auch so eingesehen. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach teilweise, muss es dir ja so vorstellen, hinter Sailor Moon steht ja Naoko Takeuchi und sie ist ein gebrandmarktes Kind von den 90ern, was mit ihrer Serie alles gemacht wurde, ohne ihrem Einverständnis. Und mittlerweile ist es so, du musst wirklich alles bei ihr absegnen lassen und alles muss sie entscheiden. Und uns sind da teilweise auch als Sailor Moon German oft die Hände gebunden, wir würden noch viel mehr Schabernack treiben, noch viel mehr Sachen machen wollen. Aber auf der einen Seite toleriert es Naoko, dass Fans sich einbringen, aber auf der anderen Seite will sie es nicht. Es ist sehr, sehr schwierig.
aber auch nur bei Sailor Moon. Es gibt dann andere Serien wie One Piece oder Inuyasha. Da ist es egal. Da ist es egal. Aber ich kann diese Frau verstehen, weil wenn du eine Geschichte erfindest, ein Baby hast und so viel Zeit und alles investiert hast und dann passieren irgendwelche Sachen, wo du das halt nicht willst. Amerika zum Beispiel, wo Uranus und Neptun Cousinen wurden, die ganze Zensur und alles, dann wird sie vorsichtig und es ist ein Fluch und ein Segen mit dir, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe, sie wird da lockerer, weil wir Fans wollen ja auch nur das eine. Wir wollen ja das, was sie auch will, dass es was Tolles wird. Wäre einfach auch kontraproduktiv und vor allem auch schlecht für Sailor Moon selbst, wenn Naoko sich gegen die Fans stellen würde und einfach nicht mit den Fans arbeitet. Aber was ich gehört habe, soll es ja jetzt gerade auch, wenn es um die Lizenzierung von Sailor Moon geht, da jetzt einen kurzen Streit gegeben haben oder doch einen längeren Streit eigentlich. Gerade wenn es um die Lizenz ging und Naoko hat den Streit verloren. Sie hat ihn gewonnen. Es wurde ja quasi die Lizenz von Sailor Moon nicht, also sie hat das nicht verlängert und in Japan muss man, ich glaube, alle 25 oder alle 20 Jahre die Lizenz verlängern. Wenn man das nicht automatisch macht, dann kann jemand anderes die Lizenz kaufen. Und jetzt hat Toei Animation die Lizenz für Sailor Moon erworben, bevor Naoko das tun konnte. Und dann gab es diesen Rechtsstreit, weil Naoko die Sailor Moon Lizenz zurückhaben wollte, aber sie hat verloren. Und darum können jetzt auch die ganzen Produktionen wieder laufen. Und darum glaube ich auch, dass es jetzt einfacher wird, Sailor Moon noch größer zu machen, weil sich Naoko in gewissen Punkten nicht mehr einschalten darf. Sie darf zwar, sie hat natürlich das Autorrecht, sie hat das Urheberrecht, aber die Lizenzierung liegt jetzt alleine bei Toei Animation. Wenn mich diese Information nicht täuscht, also ich habe das auch von jemandem erfahren, der im Anime-Bereich arbeitet, und fand das dann doch ganz gut, weil ich glaube schon, dass sich Naoko. Ich verstehe sie zum Teil, aber trotzdem steht sie sich zum Teil irgendwo im Weg, selbst im Weg, weil sie könnte mit Sailor Moon noch so viel mehr machen, wenn sie ein wenig klein beigeben würde. Und viele Veränderungen, die vielleicht gemacht wurden, die ihr nicht gefallen, sind im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass gewisse Veränderungen von ihrer Originalstory in zum Beispiel den 90s-Anime da jetzt so schlimm sind oder den Hintergrund so verändern, dass ich sage, es hätte Sailor Moon geschadet. Ja, aber eine sehr interessante These. Es gibt so viele solche Sachen und das ist halt das Blöde für uns Endverbraucher. Wir wissen am Ende des Tages wirklich nicht, was da passiert ist. Ja, genau, was passiert ist. Also man kann ihm dann nur wiedergeben, was ich gehört habe und Ja. mal sehen, wie es wird. Also man wird es merken, glaube ich. Ja, man wird es merken. Man Und ja, merken. du hast recht. Also vielleicht steht sie sich da auch im Wege, weil auf der einen Seite, es gibt so viele lustige Memes zum Beispiel im Internet, so, ja, keine Ahnung, Naoko sucht sich ja auch immer preiswertige Partner in Japan aus für Schmuck und etc. Und die Leute kaufen es ja trotzdem. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, Sailor Moon wird ausgemolken und was weiß ich. Und wo ich mir denke, ja, es kommt halt auf so einen Mix an und du musst ja nicht alles unterstützen. Ich Genau. kaufe mir jetzt auch nicht den teuersten Schmuck und die Designer-Klamotten. Aber ich bin froh, wenn ich, keine Ahnung, wenn jetzt die DVDs wieder rauskommen als Gesamtedition. Auf das warte ich auch schon. Also ich habe auch schon gesagt, als das erste Mal die DVDs rauskamen, war es mir ehrlich gesagt schon zu teuer. Ganz, ganz ehrlich gesagt, ich verstehe zwar, warum es so teuer ist, aber es war mir dann einfach zu teuer, dass ich gesagt habe, ich zahle jetzt nicht für Folgen schon so viel Geld. Ich wäre bereit gewesen, das wirklich für eine Gesamtedition da auch gerne mehr zu bezahlen. Da bin ich auch gewillt, mal 80 € für eine Staffel zu zahlen. Aber jetzt auf diese Boxen aufgeteilt war es mir zu teuer. Darum freue ich mich jetzt, dass hoffentlich bald das auf Blu-ray erscheint und staffelweise zu kaufen ist. Dann wird das bei mir auch wieder aufgestockt. Ja, also laut unseren Infos, die wird noch pünktlich erscheinen, aber das soll ja noch nichts heißen. Aber es schaut schon besser aus wie vor einem Jahr, wo die Lizenzsperre reinkam. Das Ja, auf das war jeden genau, wo Fall. dieser Streit war. Jetzt soll's, ich hoffe, es geht weiter. Also ich freue mich da mega drauf. Ja. Sobald da Infos, ich verfolge es bei euch, sobald da Infos sind, bestellt. Genau. Eine Sekunde. Es geht ja, wie gesagt, die Maschinerie in Japan jetzt gerade wieder voll auf Touren. Sailor Moon Eternal, der Kinofilm wurde ja wegen Corona verschoben, kommt nächstes Jahr im Januar, Februar raus. Jetzt wurde der komplette Manga als Farbedition angekündigt. Wie stehst du denn eigentlich zu solchen weiterführenden Projekten? Freust du dich zum Beispiel auf Eternal oder
bist du eher so mehr, ich liebe die 90er, aber ja, ich freue mich ja trotzdem, wenn Eternal kommt. Also natürlich hat der Sailor Moon 90er Anime so einen Stellenwert bei mir, den kann fast nichts toppen, aber das ist einfach, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber ich unterstütze wirklich alles, was jetzt momentan auch von Sailor Moon gemacht wird, und ich finde es auch mega cool. Es gibt natürlich ein paar Dinge, wo ich mir schon denke, okay, da war es offensichtlich klar, dass sie irgendwie Kohle ziehen wollen oder dass sie da hoffen, viel zu verkaufen und da eher das Geld im Kopf haben und nicht unbedingt Sailor Moon voranzubringen. Aber so grundsätzlich, Sailor Moon Crystal fand ich mega, also schon auch von der ersten Sekunde an. Habe das auch nicht verglichen, weil da so viele Diskussionen kamen von wegen, ja, das ist nicht so wie der 90s Anime, sondern ja, es ist auch Sailor Moon Crystal und nicht Sailor Moon 90s Anime. Ja. Und fand das aber echt gut und habe bei Sailor Moon Crystal so viele Tränen vergossen, und da habe ich schon nur auf Japanisch geguckt und da war das schon so schlimm. Also ich konsumiere auf jeden Fall auch das, was ich konsumieren kann, was zu uns kommt, und freue mich auf den Film. Wirklich, ich freue mich auf den Film und auf die Umsetzung. Finde es interessant, dass immer wieder der Stil ein bisschen gewechselt wird, gerade jetzt bei der neuen Version. Also bin da schon gespannt, inwiefern es da vielleicht mehr Spiegelungen zum 90s-Anime geben wird. Was man vom Trailer so gesehen hat, war der meiner Meinung nach sehr 90s-lastig, weil trotzdem die Animationen, die Bewegungen, die kamen alle von damals, nur halt jetzt in HD und bling-bling und super toll. Also es kann nur cool werden. Ja, ich bin auch persönlich gespannt, und ja, diese ständige Änderung des Stils, das liegt natürlich an den Fans, weil ja, man wird gehört im Internet, und die Leute und die Fans waren sehr laut im Negativen leider. Und so geschah es. Und jetzt wiederum wird wieder laut die Stimme erhoben. Warum ist das so? Ja, ich meine, schauen wir mal, wie Staffel 5 dann wird. Ja, auf die freue ich mich ehrlich gesagt schon am meisten, weil die wurde ja trotzdem im 90s-Anime schon gekürzt, weil er da im Manga noch so weitergeht. Und ich persönlich muss sagen, es ist eine Ewigkeit her, dass ich den Manga gelesen habe. Er steht zwar hier oben bei mir, aber es ist schon eine Weile her. Und ich fand ihn auch sehr kompliziert zu lesen. Also ich habe ihn nicht einfach gelesen, finde ich. Es war schon anspruchsvoll. Darum freue ich mich sehr darauf, das als Anime zu sehen und dann vielleicht doch den ganzen Zusammenhang logischer zu verstehen, als so, wie ich es halt jetzt auswendig gelernt habe. Aber ich will es auch wirklich verstehen, dass ich es gesehen habe. Darum freue ich mich auf das fünfte Remake wirklich am meisten. Und der Film, der jetzt kommt, da bin ich schon auf die Stimmen gespannt. Also gerade wenn es um Synchronisationen geht, bin ich da immer sehr, sehr hingelig, muss ich sagen. Also ich achte gerade bei Anime-Figuren sehr stark auf die Stimme, ob sie zum Charakter passt. Und bei Chris ist es natürlich schwierig, wenn man den Vergleich zu früher hat, aber man soll es ja nicht vergleichen. Ja. Darum sind für mich irgendwo die Figuren auch teilweise nicht dieselben. Also eine Ray von Crystal ist für mich nicht die Ray von den 90s. Ja. Aber so soll es ja auch sein, denn vor allem Ray ist eine ganz andere Persönlichkeit im Manga wie im Anime. Und darum vergleiche ich das nicht mehr, aber ich versuche dann eben jetzt angenommen diese Ray von Crystal wirklich so dann wahrzunehmen und auch die Stimme da irgendwie dazu passend zu finden. Und das haben sie bei Crystal eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Also da könnte ich jetzt keinen nennen, wo ich sage, da finde ich die Stimme jetzt nicht passend. Ja, wobei einen persönlichen Wunsch hätte ich gehabt, dass man bei der deutschen Version die Stimme von Venus und Jupiter getauscht hätte, weil da bin ich leider vorbelastet als Pokémon-Zuschauer, dass ich da immer den Ash raushöre. Und es hätte so super gibt, das wäre so ein schöner Easter Egg, weil früher Sailor Jupiter war ja auch Ash. Das war ein Easter Egg gewesen, für die deutsche Synchro. Das stimmt allerdings. Wobei ich mir freue, wenn ich mir jetzt Sailor Venus mit der Stimme von eben Makoto und Crystal vorstellen müsste, wäre mir das, glaube ich, zu wenig für Venus. Aber die Venus-Stimme zu Makoto fände ich mega. Also da würde ich dir zustimmen, würde sagen, das wäre bombastisch. Aber bei Venus ist es so schwierig, weil ich diese 90s-Venus-Stimme so sehr liebe. Die passt für mich einfach so perfekt zu ihr, und die wird sie auch nie ersetzen können, weil das ist für mich einfach eine Minako und das ist ihre Stimme. Darum ist es bei der Crystal so, dass ich mich mit dieser Ash-Mischung anfreunden muss. Ja, das stimmt. Also das bleibt dann auch in Erinnerung, und so soll es ja auch sein. So, mein Lieber, ich habe noch ein paar letzte Fragen an dich, ganz kurz und knackig. Deine Lieblingsstaffel? Die dritte Staffel. Wieso? Weil ich das diese Illusion von den Herzen so schön finde, diese Thematik.
dass in einem Herz ein Talisman steckt und dass man quasi diese Herzen aus den Menschen irgendwie rauskriegen muss und wieder zurückkriegen kann. Und das fand ich einfach cool. Und die Thematik mit den Talismanen, Uranus, Neptun, Pluto, super, Sailor Moon im Heiligen Gral, da passiert so viel und hat mich am meisten gefesselt. Die Staffel, die du am wenigsten gemocht hast? Das war die zweite, lustigerweise, weil es mir dann zu viel wurde. Also ich bin generell kein großer Cheap-User-Fan und wenn sich die Staffel zu sehr um Cheap-User dreht, wurde es mir dann einfach irgendwann zu anstrengend und war mir irgendwo dann irgendwie mühsam anzuschauen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es war zwar cool, aber ich fand auch die Attackensprüche jetzt nicht sonderlich toll. Es war alles so in die Länge gezogen mit diesem Herrn Mondstab. Da war die dritte Staffel einfach dann viel knackiger und actionreicher. Darum hat mir das dann mehr gefallen. Okay. Ein Wunsch-Cosplay, was du in der Zukunft gerne machen wollen würdest? Da ich ja schon mal Sailor Moon gecosplayt habe, würde ich das Ganze gerne upgraden. Ich würde mich gerne steigern zu Super Sailor Moon und vielleicht irgendwann zu Eterno Sailor Moon mit den großen Flügeln. Das wäre schon mega, wenn das mal passieren würde. Vielleicht passiert es auch. Ich darf noch nichts verraten, aber es ist was in Planung. Ja, cool. Du hast ja eh gesagt, Sailor Moon ist dein Lieblingscharakter, aber wer von den Inners und wer von den Outers ganz weit vorne? Also von den Inners auf jeden Fall Sailor Venus, weil ich ihre Art einfach sehr, sehr mag. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum Venus in der ersten Staffel trotzdem noch so tough und diese coole war und ab den anderen Staffeln dann einfach immer mehr wie Bunny wurde und einfach witzig war. Ja. Also Venus wäre so meine allerliebste beste Freundin. Hätte ich eine beste Freundin, die so wäre wie Venus, würde ich sagen, das ist top. Weil man mit der, glaube ich, einfach mega viel Spaß haben kann. Und von den Outers mag ich Sailor Neptun schon sehr. Generell, weil ich ja auch ein Fan von Ozean und Wasser und Meer bin. Und da hätte ich nicht gedacht bei deinem Namen. Eine Verbindung habe. Also ja. Und sie ist so, sie hat irgendwie so Sass, aber ist nicht beleidigend. Also sie kann dir zwar ihre Meinung auf eine ernste Art und Weise und irgendwo auch leicht bedrohlich sagen, aber sie wirkt dabei wie eine Lady. Und das fand ich bei Neptun, also generell bei Michiru immer cool. Dass sie so ein bisschen sassy war und nicht so wirkt, so ruhig still. Sie hat es schon drauf. Ja, das stimmt. Du hast eh gesagt, du hast sehr viel Merchandise. Was ist bei dir in der Wohnung dein Lieblingsprodukt oder das Produkt, wo du sagst, das ist dir am wertvollsten? Aus emotionalen Dingen oder vielleicht, weil es viel gekostet hat? Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber ich glaube einfach, dass das Wertvollste oder das, was ich jetzt als wertvollstes Stück meiner Sammlung betiteln würde, wäre meine Sailor Moon Figur, also diese lebensgroße, weil die habe ich sonst noch nirgendwo gesehen und ich weiß, dass sie sehr, sehr selten war und ich glaube, da gab es auch nur irgendwie 200 Stück. Und da jetzt zu wissen, dass eine davon bei mir im Wohnzimmer steht, ist schon mega, weil alles andere kannst du dir kaufen, musst du sparen, okay, dann hast du es vielleicht irgendwann mal, aber das ist so ein Teil, das gibt es auch nicht überall und das kriegt man so sehr, sehr schwer. Ich kann euch da vielleicht einen kleinen Sneak Peek zeigen, wenn das alles klappt. Es steht hier. Wow. Ja, da sieht man noch viel selbst gemacht. Genau, und das ist einfach schon so ein Sammlerstück, wo ich einfach auch so viel dran gearbeitet habe. Ja, ich habe da Stunden dran verbracht, die zu restaurieren und die Perücke zu stylen, das Kleid zu nähen. Also das ist so mein Stück auf jeden Fall. Okay. Die letzte Frage ist, gibt es auch etwas, was du an Sailor Moon nicht magst? Muss jetzt nicht die Serie sein, kann auch aus dem Fandom sein. Gibt es etwas, was dich stört? Chibiusa mal ausgenommen. Ich wollte gerade sagen, grundsätzlich gibt es nichts, wo ich sage, das stört mich an Sailor Moon. Das Einzige, was ich eben negativ finde, über das haben wir schon gesprochen, ist, dass es für meinen Geschmack einfach zu teuer ist zum Teil. Und dass Sailor Moon irgendwie doch noch diesen Rare-Status hat und dadurch eben so teuer verkauft wird. Also ich würde mir wünschen, dass es ähnlich wie bei Pokémon wird, dass es einfach zu so einer großen Marke wird, die trotzdem verfügbar ist und auch zu einem Preis, wo sich auch wer andere das leisten kann, der jetzt nicht unbedingt so und so viel Geld verdient. Weil es gibt viele Fans, die können sich das nicht leisten. Die wollen, dass sich das leisten, können es aber nicht. Und das finde ich dann schade, weil gerade eben dadurch würde diese Marke auch wachsen, wenn
die Nachfrage größer wäre, wenn der Preis billiger wäre. Wir wissen, warum so ist, ja. Aber das wäre das Einzige, wo ich sage, das finde ich schade. Und ich würde mir auch wünschen, dass es momentan eh auf Six läuft, aber dass es vielleicht trotzdem noch irgendwie den Sprung vielleicht zurück ins Fernsehen schafft oder auf einen Streamingdienst, vielleicht auf Netflix oder so, Amazon Prime, dass irgendjemand sagt, okay, wir nehmen Sailor Moon auf. Ja. Ich glaube, das würde gut ankommen, weil es trotzdem so viele Fans gibt, die das jetzt nicht unbedingt als DVD kaufen würden, sondern einfach wirklich streamen würden, weil sie es eben zufällig gerade sehen. Oh, Sailor Moon auf Netflix, gucke ich mir an. Also ich glaube, das wird mega funktionieren und das würde ich mir auch wünschen für die Zukunft. Ja, dann hoffen wir mal, dass deine These ein Fünkchen Wahrheit drinnen hat, denn sonst, wenn Naoko, keine Ahnung, wobei in Japan ist es ja auf Netflix verfügbar, vielleicht kommt es irgendwann über den großen Teich, das würden sich viele wünschen. Das würden sich viele wünschen, das käme mega an, also da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch wirklich gestreamt wird ohne Ende. Das denke ich auch. Ja, da wären wir ja auch zum Schluss unserer Episode. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns sehr viele Einblicke in dein Moonie-Leben gegeben und es ist mal wieder spannend, eine andere Ansicht, Meinung zu hören und hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Und ihr, liebe Moonies, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der Zukunft wieder und nicht vergessen, im Namen des Mondes informieren wir euch.